Mr. Joel Skousen, willkommen zu der Sendung. Danke, Alex. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist eine große Ehre für mich, denn du bist eine der anerkanntesten Personen aus der amerikanischen Patriotenbewegung. Die Amerikaner hatten natürlich einen großen Einfluss auf Europa, wenngleich die europäischen Autoren und Medienfiguren meistens fragwürdige Sachen anfügten zu dem Material, das sie von den Amerikanern übernommen hatten. Die europäischen alternativen Medien bzw. die Opposition zu der neuen Weltordnung ist meist sozialistisch. Du und andere Patrioten hatten vollkommen recht im Hinblick auf die anhaltende Bedrohung durch Russland, China und Nordkorea. Warum ist aber ein großer Teil der heutigen alternativen Medien in den USA, ein großer Teil der Patrioten, so soft gegenüber Russland? Warum wird Russland und die russische Agenda sogar befürwortet? Das ist eine sehr gute Frage. Zum Teil liegt das daran, dass die westlichen Massenmedien den Schwindel über den Fall der Sowjetunion verbreitet haben. Das war ein groß angelegtes Täuschungsmanöver. Die Kommunisten sind nie wirklich untergegangen, sondern stellten sich tot, um einen Haufen Hilfe aus dem Westen und Handelsbeziehungen zu bekommen. Man brauchte all das, um später einen Großangriff gegen den Westen durchführen zu können. Die westlichen Medien haben den Mythos vom Ende der Sowjetunion verbreitet. Ich hatte das damals sofort durchschaut. Der allmächtige KGB konnte angeblich Gorbatschow nicht in dessen unbewachte Villa schnappen. Die Leipziger Aufstände wurden geduldet. Erich Honecker sagte später auf seinem Totenbett im chilenischen Exil, dass Moskau ihm befohlen hatte, nicht einzugreifen. Man erweckte im Westen den Eindruck, dass alles sei Ronald Reagans Erfolg gewesen. Die amerikanischen Konservativen meinten, sie hätten gewonnen. Die Linken konnten nicht mehr den konservativen Helden Reagan verdammen. Reagan war aber genauso überrascht wie jeder andere auch. Er begriff nicht, dass die Sowjetunion nur zum Schein endete. Die meisten Konservativen begreifen das auch bis heute nicht. Sie beglückwünschen sich selbst dafür, dass der Kommunismus endete. Nach dem Kommunismus kam der Globalismus als neue Bedrohung. Es gibt weltweit drei voneinander unabhängige Machtzentren. Die angloamerikanischen Globalisten, die Russen und die Chinesen. Alle drei versuchen, ihre eigene Version einer neuen Weltordnung umzusetzen und zu kontrollieren. Jemand wie Paul Craig Roberts, den ich an sich sehr respektiere, denkt heute irrigerweise, wenn die Globalisten sich in der Ukraine einmischen, dann muss Russland das Opfer in der Angelegenheit sein. Diese Mentalität, laut der Russland das Opfer sei und Putin der Einzige sei, der sich gegen die neue Weltordnung stemmen kann und deshalb unser Held ist, ist völlig verkehrt. In meinem World Affairs Brief betone ich zum Beispiel, dass nur die Russen den Staatsstreich in der Ukraine ermöglicht haben können. Jeder im Westen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, rede davon, wie die USA 5 Milliarden Dollar in die Ukraine und die Unabhängigkeitsbewegung investiert hätten und das Ganze praktisch ein US-Staatsstreich sei. Das ist es aber nicht. Ich war wahrscheinlich der Einzige in den USA, der festgehalten hat, dass nur die prorussischen Kreise der Berkut-Polizei befohlen haben konnten, nicht einzugreifen und die Demonstranten gewinnen zu lassen. Nur die prorussischen Kreise konnten der herrschenden Partei im Parlament befehlen, den eigenen Staatschef abzuwählen. Ist das nicht eine Wiederholung von dem, was wir nach dem sogenannten Fall der Sowjetunion gesehen hatten?
Das große Kolonialreich Russland mit gewaltiger zusammenhängender Landmasse endete. In den Satellitenstaaten wie der Ukraine wurden die kommunistischen Parteien abgelöst und dann tauchten die neuen Gesichter auf, formierten neue Parteien. Die Russen hatten zwar ihre Panzer abgezogen, aber das KGB-Netzwerk blieb. In Deutschland war das genauso. Unsere Kanzlerin war Mitte der 80er Jahre noch eine gewöhnliche Physikerin, aber sobald im Hintergrund Gorbatschow aufgebaut wurde und die Geheimverhandlungen mit dem Westen begannen, positionierte sie sich für die Perestroika. Nach dem Mauerfall ging sie in diese KGB-gesteuerten neuen politischen Gruppen. Wurde in der Ukraine nun mit Janukowitsch ein unbeliebter Typ abgesetzt und die falschen, frischen Gesichter übernehmen die Macht? Es geht über bloße KGB-Maulwürfe hinaus. Die neuen Führungsfiguren nach der Wende, wie Lech Walesa in Polen zum Beispiel oder Václav Havel in Tschechoslowakien, waren russische Agenten. Ich besuchte Polen nach der Wende und war überrascht, wie viele Menschen dort wussten, wer Lech Walesa eigentlich war. Die ganze Zeit als Anführer der Bewegung Solidarität war ein Agent Russlands gewesen. In der Ukraine hat Julia Timoschenko immer den Ruf gehabt, für den Westen zu sein. Dabei arbeitete sie Hand in Hand mit Putin. Bei den ehemaligen Satellitenstaaten ist es so. Niemand von den neuen Präsidenten, die angeblich für den Westen sind, hat jemals wirklich die alte korrupte Bürokratie beseitigt. Deswegen mögen die Bürger heute in der Ukraine keine der Seiten. Denn die alten Eliten bleiben, die aus dem Hintergrund die Politik kontrollieren. Nachdem die polnische Präsidentenmaschine in Smolensk abgestürzt war, erwarteten wir einen großen Aufschrei westlicher Regierungen und den Medien. Es gab aber nur ein lautes Schweigen. Es gab keine Proteste westlicher Regierungen nach dem Tod der polnischen Führung, als wäre es keine große Sache. Wie bewertest du dieses Ereignis und die Reaktion der alternativen Medien? In Russland beispielsweise sind alle Parteien unter Kontrolle. Sogar die kommunistische Partei, die gesamte Opposition, abgesehen von den ganz kleinen. In Polen gab es tatsächlich eine unabhängige antisowjetische marktwirtschaftliche Regierung, also wurde diese beseitigt. Wenn die Russen eine Regierung nicht aktiv untergraben, dann ist sie wahrscheinlich unter russischer Kontrolle. Ceausescu in Rumänien wurde getötet, weil er sich Moskaus Befehlen widersetzte und nicht abtreten wollte wie Honecker. Iliescu war 6 Monate vorher zum Schein übergelaufen und positionierte sich als pro-westlicher Antikommunist. Ich sprach damals mit den Rumänen und die kauften ihm nicht ab, für die Marktwirtschaft und den Westen zu sein. So the Soviets are really playing this
Poroschenkos beste Freunde in der Ukraine heute sind alles alte sowjetische Oligarchen. Er hat eine gute Beziehung zu Moskau. Seine Russlandfeindlichkeit ist nur ein Schwindel. In seiner Kampagne versprach er, dass jeder in der Ukraine seine bevorzugte Sprache offiziell wählen kann. Nach seiner Wahl hieß es plötzlich, jeder müsse Ukrainisch sprechen. Er legte es also darauf an, dass die prorussischen Bevölkerungsteile die Regierung ablehnen. Er sandte Söldner dorthin, die Attentate durchführten. Er sabotierte nach Kräften das Image der Regierung. Ich denke, die Regierung spielt beide Seiten. Sprechen wir über die Idee von Eurasien. Für einflussreiche russische Figuren und radikale Strategen wie Alexander Dugin ist Eurasien ein bizarrer, faschistischer Staat von Lissabon bis Vladivostok. Vor der Ukraine-Krise, bis vor wenigen Monaten, gab es in europäischen politischen Kreisen eine andere populäre Vorstellung von Eurasien, eine Art Integration von EU und Russland. Van Rompuy von der Europäischen Union sprach darüber, dass wir diese Kooperation bräuchten. Man bewarb diese Idee an Politiker und im geringeren Umfang an die Bevölkerung. Diese nette Version von Eurasien sollte zuerst eine Freihandelszone sein zwischen EU und Russland. Große Zeitungen in Deutschland druckten Putins Plädoyer für eine Integration, eine Freihandelszone und den Wegfall der Visumspflicht. Visa necessary for travel between Russia and Europe. And I always said, wait a minute, this is. Ich sagte immer, das ist völlig verrückt, denn bei Freizügigkeit gibt es keinen Schutz mehr vor russischer Spionage. There's no protection against Russian agents anymore. And also europäische Firmen würden ihre Errungenschaften gestohlen bekommen. You know, they would have their patents stolen, they would have their intellectual property stolen. Dieses nette Eurasien wurde lange Zeit beworben. War das deiner Meinung nach nur der Vorwand, um all die Hilfen an Russland zu geben? Die Kredite, die Technologie, Rüstungsgüter, wichtige Teile und so weiter? The technological help, military goods that were sold to Russia, you know, stuff that people have been warning about. But einige hatten gewarnt, aber es hieß dann, es gehe doch nur um friedliche Integration und man dürfe das nicht kritisieren. With the European Union and Russia, and so we're not going to criticize Russia, no matter what they do. Well, it's my answer has to be. Die Antwort darauf ist notwendigerweise komplex. Es gibt zwei Gruppen, die den Russen helfen wollen. Die eine ist das angloamerikanische Establishment, die Globalisten. Die helfen Russland nicht, weil sie selbst Marxisten sind, sondern weil man einen Feind aufbauen will, der irgendwann den Westen angreift. Deswegen verhalf man auch Mao an die Macht. George Cabinet Marshall und die US-Globalisten halfen Mao, indem er die Hilfe an Chiang Kai-shek einstellte. Amerikanische Finanziers gaben 20 Millionen Dollar in Gold an Trotzki und die Bolschewiken. Man sabotierte die zarentreuen Soldaten, als diese gegen die Rote Armee kämpften. Man gab den Russen später das erste angereicherte Uran, um Atomwaffen zu bauen. Es wurde aus den USA angeliefert. So, you see,
Die angloamerikanischen Globalisten sind keine Marxisten. Trotzdem halfen sie den kommunistischen Revolutionen weltweit. In Europa ist es etwas anders gelagert. Die Sozialistische Internationale wurde nach dem Zweiten Weltkrieg sehr erfolgreich. Es handelte sich dabei um eine Frontorganisation Moskaus. Man hatte mehrere hochplatzierte Spione in Brandts Regierung in Westdeutschland. Angela Merkel ist eine ehemalige Kommunistin. Tony Blair in Großbritannien war ein Marxist. Der neue NATO-Vorsitzende, dieser Norweger, war auch Sozialist. Er ist erst seit ein paar Tagen im Amt, Jens Stoltenberg. Manche von diesen Figuren scheinen zu den Globalisten übergelaufen zu sein, wenn erstmal die Länder EU-Mitglieder werden. Tony Blair wurde während dem Golfkrieg zu einem vehementen Globalisten. Auch Angela Merkel scheint sich eingefügt zu haben. Man kann sich aber nie sicher sein. Diese Leute spielen beide Seiten. Es ist schwierig zu wissen, wo sie wirklich stehen oder ob sie Anweisungen aus Moskau befolgen. Viele von denen, die eine eurasische Integration bewerben, sind Moskaus Agenten. Andere sind Globalisten. Beide Gruppen fördern Russland und verheimlichen den Bürgern Europa und Amerikas, dass Russland eine ernste Bedrohung ist. Irgendwann hören die Globalisten natürlich auf, Russland zu fördern. Russland und China versuchen, die neueste Generation von Massenvernichtungswaffen zu bauen, während Europa und Amerika nuklear abrüsten. Ich denke, die Globalisten wollen Russland und China dazu verleiten, einen lange geplanten Atomschlag durchzuführen, gegen nukleare Ziele in den USA und Großbritannien. Die Globalisten wissen, dass beispielsweise die EU-Integration nicht sonderlich populär ist. Bei den letzten Wahlen hat sich gezeigt, wie viel Opposition zu der Macht der EU existiert. In Amerika gibt es Gruppen wie die Tea Party, die für Souveränität einsteht. Die Globalisten brauchen also einen Krieg, der groß genug ist, um alle in Panik zu versetzen und die Zustimmung zu erreichen für eine militarisierte Form einer Weltregierung. Die UNO entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte aber nie militärische Macht und keine Macht zu besteuern. Die Globalisten wollen eine globale Militärmacht, globale Besteuerung und eine Weltwährung. Um das zu erreichen, braucht es einen ausreichend großen Feind. Man mischt sich im Mittleren Osten ein, um der NATO den Ruf eines Tyrannen zu geben. Man gibt China und Russland den Vorwand, den großen Tyrannen anzugreifen. China und Russland wollen keine zivilen Ziele in Amerika und Europa mit Atomwaffen angreifen, sondern nur militärische Ziele. Danach will man den Westen erpressen. Die westlichen Globalisten kommen aber dann aus ihren großen Bunkeranlagen hervor und sagen, weil das amerikanische Militär enthauptet wurde, können wir uns nur dann behaupten, wenn wir alle im Westen zusammen eine globale Militärmacht bilden, unter dem Banner der NATO. Ich denke, man hat ISIS geschaffen als Terrorbedrohung, um als Reaktion eine internationale Militärkoalition bilden zu können.
Amerika hätte bereits völlig alleine ISIS bekämpfen können. Aber man hat den Terrorismus als Vorwand, um einen Vorläufer des globalen Militärs zu bilden. Denkst du, dass das amerikanische Establishment Europa aufgegeben hat? Hat man sich so positioniert, dass Europa von den Russen erobert wird? Nein, das denke ich nicht. Ich denke, dass das NATO-Hauptquartier das Zentrum für das globale Militär werden wird. Laut meinen Informationen haben die Amerikaner viele geheime Superwaffen. Diese wird man erst nach dem Atomangriff aus dem Osten einsetzen. Ich denke, viele davon sind weltraumbasierte Waffen, die feindliche Atomraketen aufhalten können und Zeit verschaffen, damit der Westen sich neu gruppieren kann. Es wird wahrscheinlich eine Landinvasion russischer Truppen in Europa geben und die alten Sowjetstaaten werden zurückerobert. Ich glaube aber nicht, dass sie ganz Europa einnehmen werden. Die Globalisten wollen Europa nicht komplett aufgeben. Russland will westeuropäische Technologie. Viele wichtige Rüstungsgüter werden in der Ukraine hergestellt. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde ein riesiger Technologiemangel bekannt. Der Westen half dann mit großzügigen Lieferungen. The Western establishment delivered these parts and pieces, these necessary parts and pieces to Russia. To build them up. Now, in this strategy, before you go on, Alex, just let me interject here. One of the ways in which nach einem Atomangriff aus dem Osten wird der Westen wohl irgendwann einen Deal mit China machen. Is sometimes during the progress of the war, I think they're going to cut a deal with China to betray Russia. Man wird den Chinesen ein Geschäft vorschlagen. China verrät Russland und bekommt im Gegenzug eine Menge Hilfe. China wird wahrscheinlich vorher im Krieg Japan einnehmen und auch Australien und vielleicht sogar Neuseeland, um eine Pufferzone zu haben, um später Russland in den Rücken zu fallen. Before she switches sides and attacks Russia on the eastern front, and then Russia, of course, cannot win. Russland kann keinen Zwei-Fronten-Krieg gewinnen, genauso wenig wie Hitler das konnte. Yes, and in this strategy, in diesem Szenario könnte das westliche Establishment nicht nur den großen Feind im Osten bezwingen, sondern in einem Aufwasch auch die Feinde zu Hause bekämpfen, die Patrioten und Verfassungsbefürworter. Wenn die Gegner der westlichen neuen Weltordnung jetzt oder in Zukunft ihre Solidarität mit Russland erklären, dann könnte doch die US-Regierung diese Patrioten als feindliche Kämpfer deklarieren, Landesverräter bzw. Agenten des Auslands. Wouldn't it be possible in the future for, say, the US government designating a lot of these patriots as enemy combatants or foreign agents, you know, Russian agents? If they now position themselves like they did, like a lot of them are doing. Well, let me explain. I have a little bit. Ich denke, diejenigen US-Patrioten, die im Moment irrigerweise Putin als Retter vor der neuen Weltordnung betrachten, werden diese Haltung sofort aufgeben, wenn Russland und China einen Atomschlag gegen die USA durchführen. Niemand in den USA wird dann noch eine pro-russische Haltung einnehmen. Die Globalisten überwachen mit Hilfe der NSA sämtliche Internetinhalte und pflegen Listen von Dissidenten. Deswegen wird auch Desinformation verbreitet, wie etwa die Falschmeldung, dass das Heimatschutzministerium 2 Milliarden Patronen gekauft hätte.
Man überwacht dann, wer diese Meldungen weiterverbreitet. Wenn irgendwann der Krieg mit einem EMP beginnt und die Kommunikation neben dem Verkehr und der Stromversorgung erst einmal ausfällt, wird alles nach und nach wieder repariert und die Regierung wird sagen, es gibt Leute unter uns, die unsere Truppen nicht unterstützen, die uns verantwortlich halten für diesen Krieg und für 9/11. People among our midst who are not supporting our troops, who think that we are responsible for this war, that we were responsible for 9/11, which is true, by the way. 9/11 was a government operation from beginning to end, and we have the proof of that. But I think they'll have. Es wird wohl einen neuen Treueeid geben, einen neuen Bürgerstatus. Man wird Loyalität auf diese Weltbürgerschaft schwören müssen und auch dem militärischen Einberufungsbefehl folgen müssen. Ich denke, man wird die sogenannten Verschwörungstheoretiker isolieren. And that will be a hallmark for dissidents in the future. Now, in the past couple of months, in den vergangenen Monaten haben alternative Medien im Westen oft russische Medienberichte kopiert. Alternative media in the West basically just copying and pasting Russian news stories. Most of the time fake news stories. Meistens handelt es sich dabei um Falschmeldungen oder um stark verzerrte Meldungen über Flug MH17, die Kämpfe in der Ukraine, die Frage, ob Russland Anspruch hätte auf ukrainisches Staatsgebiet und so weiter. In Ukraine concerning, you know, basically whether or not Russia has the right of the right to occupy Ukraine, because there's this ridiculous argument that Ukraine belongs to Russia. Die alternativen Medien verbreiteten also haufenweise russische Propaganda. Für wie kompetent hältst du die alternativen Medien im Westen? Und wie viel Wunschdenken spielt damit hinein? How competent do you think Western alternative media is, or maybe how maybe wishful thinking plays a part in that when they say, well, maybe Russia isn't that bad and we need to support them. Well, the art of disinformation. Die Kunst der Desinformation wird immer komplexer. Die US-Regierung unterhält ein Vollzeitteam an Spezialisten für Desinformation an der MacDill Luftwaffenbasis in Florida. Diese Leute sind im Internet unterwegs, geben sich als Konservative aus und platzieren Falschinformationen. Man verbreitet falsche Verschwörungstheorien, um damit seriöse Informationen zu diskreditieren. Die rational denkenden Bürger lehnen deshalb oft alles ab, was in Richtung von Verschwörungstheorien geht. Man arbeitet da oft mit Fälschungen. Man fälscht ein Dokument, das eine Verschwörung zu belegen scheint, und entlarvt es dann hinterher als Fälschung. And then 2 days later, the media will announce that it was a forgery, and they get people then to say, well, therefore the content. Obwohl das Dokument auch echte Informationen enthalten kann, werden solche Informationen diskreditiert. And that's how they get content destroyed in the United States, you know, by creating these false forgeries. And so we have to be very careful. Man muss sich also hüten vor Material, das zu gut scheint, um wahr zu sein. Die alternativen Medien sind nicht sonderlich kompetent dabei, Informationen zu bewerten und zu unterscheiden. Sie lassen sich ständig täuschen, und das liegt zum Teil daran, dass sie so sehr Beweise haben wollen, zum Beispiel Beweise dafür, dass nächste Woche das Kriegsrecht verhängt wird. Desinformanten können sich deshalb leicht als Mitglieder des Ministeriums für Heimatschutz oder des Militärs ausgeben und sagen, sie hätten gehört, dass bald Dissidenten verhaftet werden oder dass das Militär in 2 Wochen Obama stürzen wird. Ich bin einer der wenigen, die in den alternativen Medien immer wieder erklärt haben, dass solche Behauptungen falsch sind.
In einer totalen Überwachungsgesellschaft wie der unseren ist es ausgeschlossen, dass jede Woche jemand aus der Regierung geheime Informationen an Leute wie Alex Jones weiterleitet oder an Steve Quayle oder Doug Hagman, ohne dabei gestoppt zu werden. Diese Leaker verbreiten bewusst Falschinformationen, um den konservativen Flügel der alternativen Medien zu diskreditieren. Ich denke, ein weiterer Faktor in diesem Zusammenhang ist der Konkurrenzdruck unter den alternativen Medienschaffenden. Eine Story heute muss viral sein, schnell und, wie du es nennst, Beweise haben, die zu gut sind, um wahr zu sein. Ein schlampig zusammengefügtes Video im Internet kann heute schnell 10 Millionen Aufrufe bekommen. Sogar manche der besseren alternativen Medienplattformen im Netz fühlen wohl den Druck, damit zu konkurrieren, um nicht überholt zu werden. Denkst du, das spielt eine Rolle? Ja, definitiv. Manche wie Dave Hodges oder Alex Jones sind bekannt für ihre ständigen übertriebenen Proklamationen unmittelbarer Bedrohungen. Wenn dann das angekündigte Ereignis nicht eintrifft, heißt es, ich lag nicht falsch, sondern die Sache wurde einfach verschoben. Man sucht sich sofort jemanden, der eine neue Story liefert, eine energetische Story voller Hype. Jede Woche tischt man den Konservativen so eine neue, sensationalistische Story auf über eine angeblich unmittelbare Bedrohung für die Verfassung. Das meiste davon ist falsch. Man muss die Langzeitagenda betrachten. Ich versuche, Menschen auf der Welt zu erklären. Es gibt einen Grund, warum unsere eigene Regierung über 100 Jahre lang die Sowjetunion und China als Feinde aufgebaut hat. Man benutzte sogar Israel, um wichtige Technologie an China zu schleusen. Man öffnete Türen wie Bush Senior, als er inoffizieller US-Botschafter für China war. Er sagte später, China wäre noch jahrzehntelang isoliert geblieben, wenn ich nicht gewesen wäre. Exakt, Leute wie Henry Kissinger gaben Kugellagertechnologie an die Russen, um MIRV-Raketen zu machen. Ausgerechnet während der konservativen republikanischen Nixon-Administration machte Kissinger das möglich. Wir bauten uns die besten Feinde, die man für Geld haben konnte. Und es muss dafür einen Grund geben. Diejenigen, die seit Jahren sagen, nächste Woche würde es einen totalen Wirtschaftscrash geben, verstehen nicht die Agenda der Globalisten. Wenn man jetzt die Wirtschaft abwürgt, würde jeder Bürger sofort wissen, wer schuld war. Wenn man hingegen betrachtet, wie jahrzehntelang Feinde aufgebaut wurden, dann wird einem klar, dass diese Feinde auch dazu benutzt werden, um einen Krieg zu erzeugen, der alle Opposition hinwegfegen soll. Kaum jemand wird nach einem Atomschlag sich dann noch wehren gegen die Idee eines globalen Militärs oder einer Weltwährung. In Deutschland haben wir gesehen, dass die Tage von Kanzlerin Merkel wohl gezählt sind. Es wurden neue Politiker in Position gebracht, um ihre Nachfolge anzutreten. Einer davon war zu Gutenberg. Politisch war er zuvor völlig unbekannt. Seine Familie sind lauter Aristokraten. Die deutschen Medien, die das tun, was auf Linie ist mit den amerikanischen Eliteorganisationen, bewarben ihn plötzlich intensiv. Atlantic connection.
Man gab ihm den Posten des Verteidigungsministers, gab ihm jede Menge Medienaufmerksamkeit, etwa bei Besuchen der Truppen in Afghanistan. Ich dachte mir, er ist das völlige Gegenteil von Angela Merkel. Er ist im Boot des amerikanischen Establishments, er hat einen Bezug zum Militär und einen Adelstitel, der ihn heimatverwurzelt erscheinen lässt. Dann gab es einen Skandal um seine Doktorarbeit, die anscheinend abgekupfert war. Inzwischen fördert man eine andere Person von der Leyen, die auch Verteidigungsministerin wurde, mit den Globalisten arbeitet und einen Adelstitel hat. Denkst du, wir sehen bald in Deutschland und in den USA das Ende der marxistischen Staatsführer wie Merkel und Obama? Gibt es nach Ihnen Staatsführer wie Ronald Reagan, die tolle Sachen sagen, aber nicht unbedingt viel Tolles tun? Das ist eine sehr gute Analyse. In den USA ist das viel deutlicher geworden. 2008 versuchte der Präsidentschaftskandidat Mitt Romney mit seinem eigenen Geld anzutreten. Er verbog sich total, um dem Establishment zu gefallen. Er heuerte die typischen Berater aus dem Council on Foreign Relations an, welche von allen Kandidaten angeheuert werden, die kontrolliert sind. Er war aber nicht kontrolliert. Er versuchte sich beim Establishment so sehr beliebt zu machen, aber es hat ihm nichts genutzt. Es wurden 5 andere Kandidaten aus dem Nichts hervorgekramt. Es gab fingierte Umfrageergebnisse, laut denen diese Typen einen hohen Bekanntheitsgrad hätten. Sie fuhren aber bei den ersten Vorwahlen keine guten Ergebnisse ein. Das Establishment versuchte 5 einen Konkurrenten zu Romney zu etablieren. Als das nicht wirklich gelang, fälschte man die Wahlen und ließ 8 Millionen Stimmen verschwinden, damit Obama wiedergewählt wird. Obama ist längst kein Marxist mehr. Irgendwann ließ er sich von den Globalisten kaufen und lief über. Er besitzt nun 14 Millionen Dollar. Zumindest für die Bevölkerung gilt er immer noch als Figur der Linken. Wird er durch eine Art Ronald Reagan ersetzt werden? Ja, das denke ich. Die Mächtigen in den Vereinigten Staaten kennen die Stimmung in der Bevölkerung. Es gibt so viel Feindseligkeit gegenüber Obama, dass man jetzt Konservative aufbaut. Irgendjemanden aus der Bush-Familie oder Chris Christie, der viele Skandale an sich hängen hat. Genau wie zu Gutenberg oder von der Leyen in Deutschland sind es kontrollierte Leute, die die konservative Rhetorik bringen werden, aber nichts wirklich verändern wollen. Die reden sogar Klartext über Russland, tun aber nichts gegen die Lieferung von Mistral-Helikopterträgern von Frankreich nach Russland. Obama sagte, diejenigen, die noch von einer russischen Bedrohung ausgehen, leben in der Vergangenheit. Jeder in den Vereinigten Staaten, der sich auf einen Atomschlag vorbereitet, wird schlecht geredet. Ich versuche seit langem, Menschen zu persönlichen Vorbereitungen zu animieren. Es ist sehr entlarvend, dass die Katastrophenschutzbehörde FEMA nur Dinge wie Lebensmittelvorräte empfiehlt, aber nie Schutzräume für nuklearen Fallout. Man will nicht, dass die Leute vorbereitet sind.
In Europa das Gleiche. Man will uns möglichst verwundbar haben, damit dann später die politischen Führer als die großen Retter aus ihren Bunkern kommen können. Es werden immer neue Bunker gebaut in einer halben Meile Tiefe. Nicht wegen dem internationalen Terrorismus. Wenn die Elite aus ihren Bunkern hervorkommt, soll die Bevölkerung in einem Zustand der totalen Panik sein, damit sie die angebotenen Lösungen akzeptiert. Now, what do you think of this, before we get to the... Bei dem Thema Schutzräume bist du der Experte. Wir sprechen später noch darüber. Hier noch ein Beispiel. Als dieses Unabhängigkeitsvotum in Schottland lief, gruben wir ein paar Sachen über Alex Salmond aus. Seine sozialistische Vergangenheit. Er versuchte, die Scottish National Party auf die Schiene der linken Agenda zu ziehen, wie etwa nukleare Abrüstung. Man ging zu großen Demonstrationen gegen die Stationierung von britischen Nuklearwaffen in Schottland. Das Argument lautete, dass die Russen Schottland bombardieren würden, um die Raketen dort auszuschalten. Selbst wenn man einen Schutzraum hätte, würde man darin gekocht werden, weil Schottland so klein ist. That's just a crazy anecdote out of this whole situation. In den USA haben persönliche Schutzräume natürlich eine viel größere Tradition und Verbreitung. In Europa sind es eher die Regierungsbunker, vor allem in den Bergen. Aber bevor wir zu Bunkern kommen, habe ich eine Frage zu Nordkorea. In diesem Szenario, wo ca. 2020 die russischen und chinesischen Armeen genug gewachsen und technologisch entwickelt sind, denkst du, dass Nordkorea die Nation sein wird, die den Krieg beginnt? You always said that North Korea would be the ideal Eastern nation to start off this avalanche of evil. Nun ist der Führer von Nordkorea seit einem Monat nicht mehr öffentlich aufgetaucht und es gab ranghohe Delegationen aus dem Norden, die den Süden besuchten. Denkst du, dass die nordkoreanischen Generäle die Absicht haben, in einem wiedervereinigten Korea Milliardäre zu werden? Oder handelt es sich um ein Täuschungsmanöver in Vorbereitung auf einen Totalangriff auf den Süden, weil der Süden der Brückenkopf für das US-Militär und die NATO ist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke seit langem, dass Nordkorea wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg beginnen wird. Es muss einen Grund geben, warum die USA Nordkorea bislang fast alles haben durchgehen lassen. Man fordert nicht die nukleare Abrüstung, die militärische Option wird ausgeschlossen. Und das, obwohl Nordkorea die aggressivste Nation ist weltweit. Nicht nur Atomsprengköpfe sind vorhanden, sondern auch die Raketensysteme, die bis Hawaii und Teile der USA fliegen können. Trotzdem verfolgen die USA dort keinen Regimewandel. Man sieht immer weg. Im Gegenzug konzentrieren sich Regimewandelbemühungen auf den Iran. Ich denke schon, dass der Iran ein Nuklearwaffenprogramm hat, dieses aber noch lange nicht fertig ist. Außerdem fehlen ihnen die Interkontinentalraketen. Seit 2004 fordern wir dort Regimewandel. Bis dahin war das Land relativ gemäßigt und im Westen gegenüber aufgeschlossen. Ich denke, die Globalisten wissen, dass China Nordkorea kontrolliert und Nordkorea als Auslöser benutzt werden wird. Der Osten braucht ein instabiles Land, das so wirkt, als würde es auf eigene Faust handeln. Kim
Kim Il-sung, der Großvater der Familie, der laut Staatspropaganda die Welt erschaffen hätte und in Wirklichkeit auf sowjetischem Territorium geboren war. Er regierte 46 Jahre lang mit eiserner Faust und hielt das Militär in einem permanenten Zustand höchster Nervosität. Es hieß, der Westen könne jeden Moment angreifen, man müsse sich auf einen Angriff gegen den Süden vorbereiten. Ungefähr alle 6 Monate macht Nordkorea einen winzigen Angriff gegen den Süden, um den Süden zu verwirren, damit die nicht schnell genug reagieren, wenn mal ein richtiger Angriff kommt. Inzwischen ist Kim Il-sungs Enkel an der Macht und es fehlt ihm an Kompetenz. Es sind andere mächtige Zirkel im Land, die inzwischen das Land kontrollieren. China wiederum kontrolliert die nordkoreanischen Militärführer. China gibt die Befehle. Man lässt Kim in dem Glauben, er herrsche. Es gab viele Veränderungen in letzter Zeit, so manche Säuberungsaktionen. China aber hält die Zügel in der Hand und man gibt den Befehl zum Schein, eine Friedensinitiative mit dem Süden zu starten, um den Süden und den Rest der Welt in Sicherheit zu wiegen, bevor später ein Angriff folgt. Ich denke also nicht, dass Kim Jong-un noch wirklich das Land regiert. Er war sowieso nur die zweite Wahl gewesen, denn sein Bruder wurde in Disneyland erwischt und das führte zu einer peinlichen diplomatischen Situation. Noch eine Frage zu den Vereinigten Staaten, dann möchte ich über Strategic Relocation und Schutzräume sprechen. Es geht um Senator Rand Paul. Er sprach regelmäßig von nuklearer Abrüstung. In Europa war die Presse recht still im Hinblick auf die beiden Pauls. Das Ron Paul-Institut war recht soft gegenüber Russland. Ist das das Resultat der non-interventionistischen Kernphilosophie oder will man einfach deeskalieren? Oder nehmen die beiden irrigerweise an, dass Russland eine christlich-konservative Nation geworden sei? Ich bin persönlich befreundet mit Ron Paul und habe mit ihm über das Thema gesprochen. Er ist ein waschechter Libertärer und ein vehementer Antiglobalist. Er verfolgt schon dermaßen lange die kriegstreiberische Agenda, falsche Propaganda und den hintertriebenen Interventionismus der US-Regierung, dass er inzwischen denkt, dass jeder, der vor den Globalisten bekämpft wird, kein echter Feind sei, sondern ein Freund. Deswegen ist er so nachsichtig. Er betrachtet Russland und China nicht als echte Bedrohungen, was sehr schade ist. Er ist sehr ehrlich, er hat viel Beweismaterial noch nicht gesehen und will sich auch nicht davon überzeugen lassen. Es ist bei ihm nicht so wie bei den Neokonservativen, bei denen hintertriebene Motive vorherrschen. Die Paul-Familie ist sehr anständig. Ich denke nicht, dass das Establishment zulassen wird, dass Rand Paul die Präsidentschaftsnominierung oder die Präsidentschaft bekommt. Auch wenn er sich jetzt wie zuvor mit Romney verbiegt, um sich bei dem Establishment zu einem gewissen Grad beliebt zu machen. Er ist außerdem nicht moralisch kompromittiert, deshalb darf er wie mit Romney nicht ins Weiße Haus. Mitt Romney hätte viele verdeckte Operationen wie Benghazi nicht toleriert. Das Establishment will nicht hinterher wie bei Ronald Reagan mit einem Attentatsversuch eingreifen müssen. Marionetten brauchen eine Menge Dreck am Stecken, um erpressbar zu sein. They have to have dirt on them so that they can blackmail them into submission.
Wer hat also eine realistische Chance auf das Weiße Haus? Rand Paul ist derjenige, den das Establishment mit einem anderen Kandidaten besiegen muss, denn er hat die besten Aussichten darauf, Konservative zu vereinen. Es stehen 4, 5 andere Kandidaten bereit. Jeb Bush, Marco Rubio und so weiter. Wenn Chris Christie scheitert, dann kramt man die anderen hervor und pusht sie mit fingierten Umfrageergebnissen, um den Leuten vorzumachen, sie seien populär. Wir haben unserem Publikum deine Präsentation gezeigt über Strategic Relocation. Unser Publikum weiß also, dass du den Nordwesten der Vereinigten Staaten zum Leben empfiehlst und generell abrätst von dicht besiedelten Gebieten. Die Leute wollten mehr wissen über Europa. Was würdest du Leuten zu bedenken geben, die vielleicht auswandern wollen? Empfiehlst du Spanien oder die Schweiz oder doch eher die Vereinigten Staaten und Kanada? Ich empfehle die USA und Kanada, auch wenn in den USA wohl militärische Ziele von Atomraketen getroffen werden. Im Westen Nordamerikas ist sehr viel Platz. Kanada ist noch weniger dicht besiedelt, aber die Regierung ist völlig unterwürfig gegenüber der neuen Weltordnung. Die werden genau das tun, was die US-Regierung ihnen sagt. Ich glaube also nicht, dass ab einem gewissen Punkt Dissidenten in Kanada noch willkommen sein werden, wie noch zu Zeiten des Vietnamkriegs. Für viele kommt die USA aber nicht in Frage, also sprechen wir über Europa. Ich bin viel herumgereist dort und kenne die Länder recht gut. In Kriegszeiten ist Spanien historisch betrachtet am weitesten entfernt von Invasionen aus dem Osten. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Die Bevölkerungsdichte ist allerdings höher geworden und die Kontrolle der EU ist recht stark. Deshalb werden wahrscheinlich Maßnahmen ergriffen gegen Flüchtlinge, die dorthin gehen wollen. Österreich und die Schweiz bieten wegen den Bergen einen gewissen Schutz. Man hat am besten eine Hütte oder etwas Ähnliches. Man sollte auch unbedingt einen Schutzraum haben gegen nukleare Strahlung. Diese Schutzräume sollten versteckt sein. Irgendwann gehen Regierungen wohl stärker gegen sogenannte Verschwörungstheoretiker vor. Im Dritten Weltkrieg sind die Verfolgten wohl die konservativen Gläubigen und Verfassungsbefürworter. Man sollte also die Möglichkeit haben, andere Menschen bei sich zu verstecken. Geheime Räume, wo auch Nahrungsvorräte gelagert werden. In einem Krieg wird Nahrungsmangel herrschen. Europa wird wahrscheinlich mit einer EMP-Waffe angegriffen werden, was in den größeren Städten zu einer Panik führt. Man sollte also seine Vorräte außerhalb der Städte lagern und einen Plan haben, die Städte rechtzeitig zu verlassen. Einige Leute interessieren sich für Südamerika. Viele Länder dort hängen jedoch am BRICS-Imperium.
Ich glaube, sogar Chile hat eine sozialistische Regierung inzwischen. Die Region ist nicht gerade berühmt für Stabilität. Alle paar Jahrzehnte gibt es dort größere Umbrüche. Gibt es dort etwas, das du empfehlen kannst? Ich habe mehrere Jahre in Südamerika gelebt. Aber bevor ich darüber spreche, noch etwas zu Europa. Die nördlichen Teile von Schweden und Norwegen gehören zu den besten Plätzen in Europa. Ich denke, dass die südlichen Teile von Schweden und Norwegen besetzt werden von Russland wegen den baltischen eisfreien Häfen. Mindestens die Hälfte aller Länder in Südamerika sind inzwischen kommunistisch und werden sich auf die Seite von Russland und China stellen. Dort sollte man also nach Möglichkeit nicht hin. Wenn die USA militärisch enthauptet sind und keine Kontrolle mehr haben über Lateinamerika, dann haben es Amerikaner dort schwer. Ohne Tourismus, wenn die Wirtschaft den Bach runtergeht, werden Bankguthaben und Grundbesitz von Ausländern eingezogen. Marxisten werden an den Universitäten ausgebildet. Sie sind in der Regierung. Uruguay und Chile sind immer noch die besten zwei Länder dort. In Uruguay herrscht die sogenannte Weiße Front, eine linke Gruppe. Der Präsident ist ein gemäßigter Linker, der noch etwas von Freiheit hält. In Chile gibt es viele ländliche Gegenden, wo man freundlich gesinnte Leute findet, aber man muss unbedingt die Sprache sprechen. Meine Frau verbrachte ein paar Jahre in Südamerika und meinte, dass ein paar Superreiche in Chile Grundstücke gekauft haben. Wenn man dort durchfährt, darf man nicht wirklich anhalten, um sich umsehen, weil man sonst Gesellschaft bekommt von Leuten in schwarzen SUVs, die dich wegschicken. Wenn Leute in Europa also Grund und Boden in Südspanien kaufen oder im ländlichen Bereich von Zentraleuropa und einen Schutzraum möchten, was müssen sie beachten? Du bist der Experte auf dem Gebiet. In den USA werden viele vorgefertigte Schutzräume aus Stahl angeboten, die dann in ein Loch im Boden eingelassen und vergraben werden. So etwas empfehle ich nicht. Ich bin froh, dass es in Europa sowas nicht gibt. Wenn ein LKW mit Kran so ein Ding anliefert und ein Loch ausgehoben wird in deinem Garten, dann wissen die Nachbarn sofort, was los ist. Ich bevorzuge Schutzräume, die als Keller oder Erweiterungen von Kellern gebaut werden oder unter Garagen. Man kann daran arbeiten, ohne dass andere mitbekommen, was dort läuft. Ja, man hat einen Vorwand. In der Schweiz war es einst vorgeschrieben, dass man einen Schutzraum hat. Ich empfehle jedoch weit größere Schutzräume als die typischen Schutzräume in der Schweiz. Es geht nicht nur um den Schutz von Leuten vor radioaktiver Strahlung, sondern man will auch seine Vorräte schützen vor Raub oder Beschlagnahmungen. Man braucht 12 Zoll Beton mindestens als Schutz vor Strahlung.
what is that, about, yeah, about a third of a meter of concrete over the top to shield against radiation. And you need to have ventilation. Man braucht eine Belüftung, deren Ende gut versteckt ist. Wenn man oben sein Ohr an das Ende eines Lüftungsrohrs hält, hört man alles, was dort unten gesagt wird. Das Ende sollte also getarnt werden als Wasserrohr oder sollte im Dachboden enden. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte einen Schutzraum, wie soll derjenige vorgehen? What would you tell him, and what would you tell the European that comes to you and says, I need a shelter? Well, we have a small. Ich habe eine kleine Firma, die hochsichere Häuser entwirft, und wir sind völlig ausgebucht. Residences and retreats, and we're extremely busy, as you say, so we wouldn't be able to do anything. But we do have a couple of books. Wir haben aber mehrere Bücher, die genau erklären, wie man seinen eigenen Schutzraum baut. Das große Buch ist The Secure Home und bietet die Zeichnungen und alles weitere. Das Buch The High Security Shelter erklärt, wie man in einem bereits existierenden Keller einen Schutzraum hineinbaut. Vielen Dank, Alex. Es war mir eine Freude.